Landesschulrat. Die Opposition kritisiert die Abschaffung der Kontrolle. Bisher setzte sich der Kontrollrat des burgenländischen Landesschulrates aus je einem Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien zusammen. Die Neuregelung, wonach künftig drei weisungsgebundene Beamte anstelle der gewählten Parteienvertreter den Landesschulrat kontrollieren sollen, verdeutlicht den Machtrausch der roten Drüberfahrpolitik. Sagat, ÖVP, nicht unser Verständnis von Demokratie. Kölle, BLB, Kontrollrat wird politisch gefügig gemacht. Petrik, Grüne, das ist typische SPÖ-Logik. Die Reaktion der SPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Als verquere Logik bezeichnete SPÖ-Bildungssprecherin Landtagsabgeordnete Doris Prohaska die Kritik der Oppositionsparteien am Landesschulrat. Es riecht nach Machterhalt, wenn die ÖVP die Besetzung eines Kontrollrates mit Parteienvertretern fordert, mit dem Ziel der Entpolitisierung. Dann sage ich auch ganz offiziell ein herzliches Grüß Gott, einen schönen guten Morgen. Ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin, der Regina Petrik, und meinem Kollegen, dem Manfred Kölli, zum heutigen Pressegespräch eingeladen, weil wir als Oppositionsparteien der Auffassung sind, das, was in der letzten Woche im Landesschulratskollegium beschlossen wurde, eine weitere Entwicklung ist, wo Kontrollrechte, Minderheitsrechte schamlos ausgehöhlt werden und hier eine Drüberfahrmentalität Einzug hält, die wir so nicht akzeptieren werden. Es ist Tatsache, dass die rote Drüberfahrpolitik mit blauer Duldung immer mehr einschreitet und versucht, Minderheitenrechte, Rechte von Bürgern und einzelnen Personen zu beschneiden. Und trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung ist der Beschluss, der mehrheitliche Beschluss im Kollegium des burgenländischen Landesschulrates. Was wurde beschlossen? Es wurde beschlossen, dass der Kontrollrat, der bisher bei allen Leiterbestellungen und bei allen Verfahren, wo Schulleiter in ihre Positionen gekommen sind, eingeschalten war, jetzt völlig zahnlos ist. Anstelle der politisch legitimierten und direkt gewählten Mandatare kommen jetzt weisungsgebundene Beamte zum Zug. Und ich möchte das gleich präzisieren. Aus unserer Sicht ist es unerträglich, dass hier die Kontrolle im Landesschulrat damit ausgeschalten wurde. Bisher war der Kontrollrat eine Zusammensetzung von politischen Vertretern. Jede im Kollegium vertretene Partei hatte Anspruch auf einen Sitz im Kontrollrat. Dieser Kontrollrat hat die formellen Kriterien, aber auch die rechnerischen Kriterien eines Leiterbestellungsverfahrens überwacht, kontrolliert und später freigegeben. Jetzt machen das drei weisungsgebundene Beamte und ich möchte hier klarstellen, dass hier damit der SPÖ, insbesondere dem Landeshauptmann und seinem Landesschulratspräsidenten, die Möglichkeit gegeben ist, politische Willkür walten zu lassen. Der Vorwurf ist klar, hier wird Kontrolle beschnitten, hier wird Kontrolle ausgeschaltet und das hat ja gute Tradition. Ich möchte erinnern, der erste Beschluss, den die rot-blaue Mehrheit im Landtag gefasst hat, war, die politischen Gremien, Institutionen und Beiräte neu zu beschließen. Gemeinsam mit meinen Kollegen der anderen Oppositionsparteien haben wir diesen Beschluss, der ja aus unserer Sicht völlig zu Unrecht zustande gekommen ist. Sie erinnern sich an die Sitzungsbanne bei einer der ersten Landtagssitzungen und wir haben hier dieses Gesetz gemeinsam bekämpft beim Verfassungsgerichtshof. Tatsache ist, dass wir auch hier fordern, die Beschlüsse, die gefasst wurden im Landesschulratskollegium, und zwar nur mit den Stimmen von freiheitlichen Vertretern und von der SPÖ-Fraktion, dass hier dieser Beschluss zurückgenommen wird, dass der Kontrollrat wieder eingesetzt wird in der alten Zusammensetzung, so wie das demokratisch legitimiert ist, nämlich dass jede Partei, die auch im Kollegium vertreten ist, einen Vertreter in den Kontrollrat entsendet. Wenn Sie mich fragen, ist es so ähnlich wie in der ehemaligen DDR. Dort war auch das Wort demokratisch im Namen enthalten, aber keineswegs eine Demokratie. Und so ähnlich ist es jetzt beim Kontrollrat. Hier ist zwar das Wort Kontrolle enthalten, aber die Kontrolle wurde ausgeschaltet. Ich darf jetzt meine Kolleginnen und meinen Kollegen bitten, ihre Sicht, ihre Punkte zu diesem Thema euch darzulegen. Und danach stehen wir natürlich für Fragen
gerne zur Verfügung. Bitte, Manfred. Ja, von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Besser, schneller, effizienter sind die Worte des Landeshauptmann-Stellvertreter immer wieder, der wie noch Opposition gespielt wurde, denke ich einmal, seitens des Herrn Schürz, jetzt eine andere Seite aufgezogen wird. Der Herr Landeshauptmann spielt einfach die erste Geige, macht, was er will. Das sieht man jetzt typisch wieder einmal bei Landesschulrat. Anstatt Kontrolle zu stärken, wird sie eigentlich geschwächt oder komplett ausgeschaltet, so wie es mein Kollege Christian Sagert schon erwähnt hat. Und ich glaube, hier kann man das so nicht stehen lassen. Hier müssen wir als Opposition klare Richtlinien schaffen, aber auch Möglichkeiten in den Raum stellen, dass wir diesen Beschluss wieder rückgängig machen bzw. neu beschließen müssen. Wenn die FPÖ damals in der Opposition gewettert hat gegen solche Kontrollmechanismen, wird es jetzt noch schlimmer. Daher eine klare und deutliche Aussage seitens der Liste Burgenland, dass die Rechte mit der Opposition, für die Oppositionsparteien eigentlich hier geschwächt werden, ist eine Katastrophe für uns. Und ich spreche also als Bürgermeister. Das heißt, Direktoren zu bestellen, wo ein Bürgermeister ja nicht einmal die Möglichkeit gehabt hat, hier mitzureden. Jetzt waren wir der großen Hoffnung, dass sich das ändert. Was ist passiert? Die Kontrolle wurde jetzt komplett ausgeschaltet. 3 weisungsgebundene Beamten sollen hier eine Entscheidung treffen. Das werden wir so nicht stehen lassen, das werden wir auch bekämpfen. Bitte, Regina. Dankeschön. Ja, ich bin ja schon seit knapp 20 Jahren im Bildungsbereich in unterschiedlichen Funktionen tätig im Burgenland. Und es war immer nicht einmal ein offenes Geheimnis, es war offen und kein Geheimnis, dass parteipolitische Postenbesetzungen gang und gäbe sind, dass Menschen extra darauf angesetzt werden, bei Bewerberinnen und Bewerbern nachzuforschen, aus welchem politischen Umfeld sie denn kämen. Also das ist ja alles nichts, was jemand mutwillig erfindet. Und das Interessante ist, was hier passiert, das ist typische SPÖ-Logik. Man stellt sich vor eine Kamera, sagt Entparteipolitisierung und meint damit, der Landeshauptmann hat etwas zu bestimmen und die anderen politischen Parteien haben nichts mehr dazu zu sagen. Und genau das ist es, was wir hier jetzt auch vorfinden. Die Kollegen haben schon erläutert, wo das demokratische Problem liegt, auch das dienstrechtliche Problem, weil eben Beamten und Beamtinnen dienstrechtlich jemanden unterstellt sind, dessen Entscheidungen sie kontrollieren sollen. Das kann schon von der Konstruktion her nicht passen. Was mich an der ganzen Sache wundert ist, wenn ich ein reines Gewissen habe und überzeugt bin, dass die Entscheidungen, die ich treffe und vor allem, und darum geht es ja im Kontrollrat, das Verfahren, nachdem Entscheidungen getroffen werden, dieser Weg korrekt ist, dann habe ich ja gar keine Angst vor Kontrolle. Im Gegenteil, als Demokratin lasse ich mich dann gerne von jemandem anderen kontrollieren, der unverdächtig ist, mir irgendwie sozusagen was leicht machen zu wollen, weil dann kann ich erhobenen Hauptes immer belegen, dass meine Entscheidungen zu Recht zustande gekommen sind. Das heißt, Endparteipolitisierung ist eine ganz wichtige Sache, sie darf aber nicht bei der Kontrolle beginnen, sondern sie muss erstens genau bei der Postenbesetzung beginnen und dann lasst man sich dort gerne politisch von gewählten Vertreterinnen und Vertretern des Volkes kontrollieren. Ich muss es auch noch einmal erwähnen, was der Kollege Kölli schon gesagt hat, was für mich jetzt als Oppositionsparteisprecherin besonders schlimm ist zu sehen, wie hier eine Partei, die sich die Kontrolle auf die Fahnen und Plakate geschrieben hat, nämlich die FPÖ, ab dem Zeitpunkt, wo sie selber auf dem Sessel der Macht sitzt, von dieser Kontrolle gar nichts mehr wissen will. Und das zeigt schon auch, auf welcher Seite die FPÖ steht, nämlich nicht derjenigen, die hier kontrollieren wollen, sondern derjenigen, die möglichst ihre Macht ohne Kontrolle ausüben wollen. Und das finde ich schon auch ein erschreckender Befund.